Moin Leute und willkommen zurück hier zum LS19 auf unserer Felsbrunnen-Map. Und wir haben ja in den letzten Folgen relativ viel geschafft in Bezug auf, wir haben viel gemacht auf den Feldern. Wir haben angefangen mit der Sojaernte. Wir haben auch ein bisschen drüber erzählt, was uns in dem neuen Patch erwarten wird. Wann genau der tatsächlich online kommen wird, weiß ich tatsächlich gar nicht. Aber ja, heute wollen wir auf jeden Fall dieses Feld hier erstmal fertig kriegen. Das ist auf jeden Fall Ziel. Dann möchte ich ganz gerne, dass wir das Ganze verkaufen. Und dann müssen wir mal gucken, ob da noch Zeit bleibt für die heutige Folge, dann noch was anderes zu machen. Auf jeden Fall sind das erstmal die Hauptdinge, die ich ganz gerne abgearbeitet haben möchte. Und ich habe tatsächlich auch heute ein bisschen Zeit mitgebracht. Ja, man kennt es, ne? Immer das Ding, was man nicht so viel hat und nicht so häufig hat. Aber ich habe heute ordentlich Zeit. Das heißt, ich werde hier mit Sicherheit ein paar Folgen heute abdrehen werden. Genau, und wer da Bock drauf hat, der kann ja gerne hier zuschauen. Und ansonsten checkt gerne mal meinen Instagram-Kanal auch aus. Link ist in der Videobeschreibung. Und dann schauen wir mal, dass wir da nochmal ein bisschen Leute an den Start kriegen. Andererseits, habe ich halt noch ein paar Sachen hier auch im LS vor. Einige von euch haben sich ja immer ein bisschen beschwert, warum die Folgen immer nur so 15 Minuten lang sind, weil dann schafft man ja tatsächlich immer nichts. Die andere Sache ist, ja, verstehe ich, klar. Deswegen mache ich sie auch hin und wieder mal ein bisschen länger, so an die 20 Minuten oder vielleicht auch ein bisschen länger. Das Problem ist allerdings dabei, es kommt ja jeden Tag eine Folge. Das heißt, wenn ihr heute Abend erst guckt, dann habt ihr ja morgen früh um 10 Uhr schon wieder die nächste Folge am Start. Und ich muss halt dazwischen natürlich auch ein bisschen Puffer haben, das Ganze, ja, halt hochzuladen, zu schneiden, zu rendern, etc. pp., ihr kennt's. Aber dafür haben wir natürlich ja dann auch noch die Streams, ne? Das heißt, wenn ihr halt länger was Längeres haben wollt, dann, haben wir halt die Streams am Start, wo man dann halt natürlich auch ein bisschen mehr von sehen kann. Und da müssen wir mal gucken, wann wir da den nächsten Stream machen. Wenn ich jetzt heute relativ gut vorwärts komme, dass ich die Folgen für die Woche vielleicht schon mal im Kasten habe, dann hätte ich am Mittwoch, ich weiß gar nicht, die Folge kommt sehr wahrscheinlich sogar am Mittwoch, nee, die kommt am Donnerstag. Heute ist Dienstag, wo ich aufnehme. Für Mittwoch habe ich schon eine, das heißt Donnerstag. Ja, dann vergesst das. Ich wollte sagen, dann können wir am Mittwoch einen Livestream machen, aber dann ist das eh zu spät, wenn ihr das hier seht. Naja, aber wie dem auch sei, ihr werdet es ja sehen, wenn ihr auf Twitter oder auf Facebook oder im Discord seid, dann kriegt ihr das Ganze ja mit. Und dann wird das auch schon klappen. So, jetzt bin ich hier schon gleich wieder voll. Ich fahre mal meinen Rüssel wieder raus bei 90%. Ich dachte tatsächlich, dass es mehr wäre oder dass wir den Anhänger zumindest ein bisschen voller bekommen würden, aber scheinbar ist das ja nicht so ganz der Fall. Also ich denke nicht, dass wir da jetzt noch einen ganzen Bunker vollkriegen vom Drescher, aber zumindest sollten wir da noch ein bisschen mehr rausbekommen. Vielleicht die Hälfte vom Drescher, wenn überhaupt. Müssen wir mal schauen, aber ich finde das tatsächlich ganz geil, was wir hier aktuell schon so alles auf die Beine bekommen haben. Und es sind ja auch wieder ein paar neue Mods am Start. Die ich jetzt hier nicht im Projekt drin habe, aber generell die es im Mod-Hub beispielsweise gibt. Da müssen wir tatsächlich auch nochmal reingucken, dass wir da nochmal den ein oder anderen coolen Mod uns raussuchen, den wir vielleicht hier noch mit einbringen können. Da muss ich mal nochmal das ein oder andere überlegen. So. Guck mal, wir können ja mal ganz kurz gucken. Ich weiß gar nicht, hier einen Radlader hatte ich als Mod, den aus dem LS17. Der wurde konvertiert. Hupsala. Dann wurde bei Ballentechnik, habe ich diesen Sammelwagen, die beiden drin.
die wurden konvertiert, auch aus dem 19er, der Fliegel und der Ursus. Was habe ich denn dann noch drin? Ja, wir könnten natürlich jetzt noch mal ein bisschen sparen auf hier so eine ja, Tankstelle. Wobei, nee, eine Tankstelle ist gar nicht so das Richtige. Sondern eher, würde ich sagen, so eine Windkraftanlage. Aber bis wir da sind, das ist noch weit, sind wir noch weit von entfernt, leider. Weil das wäre tatsächlich ganz geil. Das haben sich ja auch schon einige, so ich sag mal in Anführungszeichen, ein bisschen beschwert. Dass sie, ja, festgestellt haben, dass es auch gar keine Solarpanels mehr gibt im LS19. Das ist tatsächlich wirklich ein bisschen schade, weil ich dachte, dass die halt weiterhin dabei sind. Weil das waren immer so coole Quellen, um halt auch, ich sag mal, ein bisschen einfach oder einfacher Geld zu gewinnen, ne? Aber ich meine, dafür gibt es halt diesen Mod, der kostet zwar 500.000, die muss man halt auch erstmal haben. Aber ansonsten, ja, ich denke, das wird nach und nach, wird das laufen. Also nach und nach, denke ich, wird da auf jeden Fall mehr kommen, das wollte ich sagen. So, ich sehe gerade, bei meinem Aufnahmeprogramm gibt es schon wieder ein Update. Ich nutze übrigens Action für die es interessiert. Die hauen da aktuell so viele Updates raus. Ich weiß gar nicht, was die alles am Updaten sind tatsächlich. Das ist ganz interessant. Aber gut, das gucke ich mir dann nach der Aufnahme mal an. Jetzt machen wir hier erstmal vernünftig weiter. Wir müssen auch noch das Pferdchen ausreiten auf jeden Fall. Das werden wir aber nachdem wir hier das Feld geerntet haben machen, weil diesen Drescher, den möchte ich halt ganz gerne relativ zeitnah halt zurückbringen, damit wir nicht so viel Geld an Mietkosten tragen müssen. Das heißt, wir müssen ja auch noch die anderen beiden Felder im Prinzip ernten, ne? Ah, verdammt. Ja gut, es sind aber erst 6 Uhr oder knapp 7 Uhr hier im Game. Das heißt, wir haben noch ein bisschen Zeit bis Mitternacht. Das heißt, wir könnten tatsächlich generell noch ein bisschen nebenbei auch uns um die Farmen generell kümmern, als nur jetzt, sag ich mal, Feldarbeit zu betreiben. Da müssen wir halt nochmal gucken. Was ich tatsächlich auch vorschlagen würde, was mir halt gerade einfällt, ist, dass wir hier auf dem Feld 11, würde ich tatsächlich sagen, pflanzen wir nochmal Sojabohnen an und düngen das aber auch vernünftig. Dass wir hier auch, halt volle Stufe düngen. Denn ich glaube, wenn wir hier noch mehr düngen, kriegen wir tatsächlich auch noch einen Ticken mehr raus. Ne? Ich denke, da kriegen wir auf jeden Fall noch viel, viel mehr raus. Müssen wir mal gucken. Also ich bin da mal gespannt, wenn wir das halt machen, da kriegen wir auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Ertrag. Das ist ja immer das Wichtige hier in dem Spiel. Ja, aber an und für sich, ansonsten muss ich sagen, läuft das. Ich gucke gerade nochmal irgendein Kommentar fiel mir jetzt gerade noch ein. Oder irgendwas, was ich sagen wollte. Ich muss mal kurz nebenbei hier durchscrollen. Sekunde mal eben. Genau, Hashima TV sagt auf jeden Fall cooles Video, das freut mich auf jeden Fall. Und der Luca T schrieb noch, wäre es auch mal möglich, LS19 mit dir zu zocken. Und da sei nochmal kurz gesagt, auch erwähnt in diesem Video, ja, ihr könnt gerne auf meinem Community-Server vorbeischauen. Da werde ich auf jeden Fall, gerade wenn ich in den Livestreams bin, viel sein. Und ansonsten auch ab und an abends mal, wenn ich jetzt nicht eine Aufnahme am Machen bin, dann werde ich da auf jeden Fall auch am Start sein oder vertreten sein. Das heißt, schaut einfach auf meinem Community-Server vorbei und seid da aktiv, zockt da, könnt auch gerne eure Freunde mitnehmen. Und irgendwann werde ich dann durch Zufall auch raufstoßen. Und ich schrieb noch Download-Link für das Hochregal. Ja, das ist auch noch so eine Sache. Ich hatte das, glaube ich, jetzt aktuell habe ich das, glaube ich, mit im Dings mit aufgenommen, in der Videobeschreibung. Denn die Links für die ganzen Mods, die ich aktuell verwende, sind jetzt auf meiner Webseite. Das heißt, ihr könnt da auf jeden Fall abchecken, welche Mods ich nutze.
und wel oder welche ich verwende und die da halt auch direkt runterladen. Genau, das wollte ich noch sagen. Und der Kasper HD hat halt ein mega langes Kommentar geschrieben. Das werde ich jetzt nicht alles vorlesen. Das hatte ich schon mal in einer anderen Folge erwähnt gehabt tatsächlich. Aber er schrieb dann nachher noch, nachdem ich auf seinen Kommentar geantwortet habe, hat er geschrieben: Kannst du mich in dem nächsten Video grüßen? Ja, Grüße gehen raus an der Kasper HD. Moin Moin. Und in Klammern sagt er: Just a joke. Okay. So, aber jetzt haben wir tatsächlich dann doch mal ein paar Kommentare von euch in der Folge beantwortet. Das finde ich tatsächlich ganz cool, wenn ihr vielleicht auch Bock habt, erwähnt zu werden oder mit in die Folge zu kommen. Dann schreibt einfach mal ein nettes Kommentar, weil ich glaube, das mache ich, wenn das ab und an so ein paar Kommentare da sind, dann kann ich die tatsächlich ja live, oder was heißt live, für euch ja mehr oder weniger nicht live, aber für mich live, könnte ich die ja doch mal vorlesen, oder? Was haltet ihr davon? Dann lasst gerne mal einen Daumen nach oben da, wenn euch das gefällt. Und schreibt ein nettes Kommentar, weil vielleicht bist auch du dann in der nächsten Folge mal mit am Start. Und ich erwähne oder lese deinen Kommentar dann halt auch vor. Können wir ja mal gucken. So. Jetzt haben wir zumindest gleich schon mal das Feld fertig. Ey, das ist so krass, ne? Wenn ich in so einem Thema gefesselt bin und über irgendwas rede, ne? Dann ist das echt erstaunlich, dass ich dann fast gar nicht mehr wirklich auf das Spiel eingehe und dann plötzlich denke so, ey, geil, die Arbeit ist ja schon fast getan und das kam gar nicht so lange, kam mir gar nicht so lange vor. Und tatsächlich haben wir gleich doch noch mal den Korntank voll hier mit den Sojabohnen. Zumindest auf, ja, ich würde mal so sagen, 84% kriegen wir vielleicht noch oder 83. Ah, vielleicht 83 nur. Ja, 84 wird auf jeden Fall nichts, würde ich behaupten. Bam. Ja, perfekt. Dann haben wir das auf jeden Fall geschafft hier. Können wir hier nochmal abbunkern. So, wie. Ja, moin. Ich stehe im Anhänger. Man kennt ihn. So, wie viel Prozent haben wir hier drin? Ah, doch, fast oh, 70%. Das ist doch gar nicht so schlecht. Was ist der aktuelle Preis für Sojabohnen? Ach, shit, der ist gerade am Fallen. Verdammt. Dann müssen wir jetzt gleich mal gucken, dass wir das vielleicht dann doch erstmal einlagern werden. Wobei ich das ganz gerne schon verkaufen würde, ne? Würde schon gern verkaufen. Aber vielleicht lagern wir es dann doch erstmal ein, um dann, wenn der Preis wieder steigt, halt, ja, alles zu verkaufen. Weil das Blöde ist jetzt, ich möchte ungern die Zeit jetzt vorspulen, weil, ja, weil wir sonst wieder Kosten für den Drescher haben, weil die Felder wollen wir natürlich auch noch eben fix dreschen. Und damit wir da nicht in die Bredouille kommen, würde ich halt ganz gerne die Zeit auf jeden Fall nicht jetzt direkt vorspulen müssen. Naja, ich würde sagen, dann bunkern wir das hier erstmal ein, oder? Verkaufen wir das jetzt für 1600? Ich meine, ist eigentlich ein ganz starker Preis, ne? 1652. Und der ist am Steigen. Also vielleicht könnte der. Aha, das ist jetzt so ein Pokerspiel. Komm, wisst ihr was? Ich lager das hier einfach ein eben. Komm, was soll's, ne? Was soll's? Ich lager das ein und dann ist gut. So, dann holen wir schon mal den Drescher eben hier rüber. Wo ist er denn hier? So, los geht's. Jetzt können wir noch mal kurz gucken. Oh, jetzt wird erstmal gespeichert. Ja, moin. Jetzt können wir kurz gucken, was wir hier noch auf den Feldern haben. Hier haben wir, glaube ich, noch Gerste und Weizen, ne? Ja, okay. Dann schauen wir mal, dass wir da noch was, dass da noch was wegkommt. Mann, ich kann schon gar nicht mehr reden hier.
So, seht zu, ich muss da längs. So, ich fahre hier auch mal schön mit Warnblinker nochmal zusätzlich. Weil, warum denn nicht, ne? Weil ich hier halt mittig fahren muss. Lul. So, jetzt kann ich hier gleich reinfahren. So, ich würde vorschlagen, dass wir, glaube ich, erst das andere Feld da machen. Vor allem müssen die Felder danach auch gepflügt werden, ne? Und da habe ich ja gar keinen Bock drauf. Ah ne, das wächst ja noch. Dann kann ich ja doch das hier erst machen. Lul. Alright. So, dann, ja, warte mal, guck mal hier erstmal nach den Hühnern. Was geht bei denen eigentlich so ab? Ah, Weizen brauen die. Das heißt, das ist eigentlich ganz gut, wenn ich Weizen ernte. Kappa. Weil wir brauchen Weizen. Hier, die Eier, die können wir ja schon mal hier reinschmeißen. Zack. Zack. So, zwei Packungen haben wir schon mal. Ja, wie kann ich denn... Achso, hier mit R. So war das hoch. Ne, Taschenlampe wollte ich nicht. Ich wollte hier erstmal die Spanngurte machen. Hey, hallo. Ich möchte einen Spanngurt setzen. Ja. Ah, hier. So, passt. So, dann haben wir schon mal die zwei. Und ja, hier werden auf jeden Fall gleich schon... hier kommt gleich schon der nächste Karton. Mal gucken, wie viele wir dann nachher... haben. Aber ich denke, das ist eigentlich eine ganz gute Produktionsmaschine, wenn man mal so guckt auf den Preis von den Eiern. 3000 beim Hafen Süd. Ja komm, lass die nochmal schnell verkaufen, oder? Die zwei Pakete, das sind dann auch wieder ein paar tausend vielleicht. Hafen Süd ist gleich da unten. Also müssen wir am Shop quasi vorbei, ne? Ja, komm, das können wir uns nochmal schnell zum Ende der Folge erlauben hier. Wir haben auch schon wieder eine extrem lange Folge hier gemacht, weil wir sind schon bei knapp 18 Minuten. Aber ihr habt es euch ja gewünscht, dann machen wir hier erstmal heute eine etwas längere Folge kommen. Was soll's, ne? Fahren wir nochmal schnell dahin. Und dann haben wir es geschafft. So, erstmal hier runter. Sind die noch da, die Eier? Ja, wunderbar, guck mal. Kann ich eigentlich noch zwei Pakete mehr eigentlich mitnehmen, ne? Theoretisch könnte ich zwei Pakete mehr noch mitnehmen. Naja, okay. So, jetzt muss ich glaube hier links rum, ne? Oh Gott. Sorry, Brudi, ich hab es eilig. Denn ich muss Eier wegbringen. Ja, Eier. Wir brauchen Eier. Und das braucht... Oh, der Hafen Süd nämlich gerade. Ah, LKW. Hilfe. Ah, Glück gehabt. So, guck mal hier. Moin. Hallöchen. Alter, was ein Weg. Geradeaus. Über den Kreisverkehr. Man kennt ihn. So. Da unten sollen wir hin. Wie komme ich da rein? Hier doch irgendwo gleich, ne? Hoffe ich mal. Ah, da hinten. Dann blinken wir schon mal 100.000 Meter vorher. So. Zack. Beste. Und dann schnell die Eier verkaufen. Zack. Bam. 700 nur. Schade, ich dachte, das gäbe mehr. Naja, gut. Aber immerhin besser als nichts, ne? Deswegen nehmen wir das natürlich gerne an. Jetzt sind wir wieder 3653.
Ist jetzt auch nicht so die Welt, aber besser als nichts. Und das Ding hier geht gut ab. Gut, Leute, aber wenn euch das Ganze hier gefallen hat, war eine XXL-Ausgabe hier heute tatsächlich. Aber wenn euch das Ganze gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und dann sehen wir uns morgen wieder. Macht's gut. Bis dahin. Ciao, ciao.